Als nächste Firma gibt es ganz was Neues, und zwar Basil kennt ihr ja vom Cardstock, also vom einfärbigen Papier her. Und von denen gibt es jetzt auch gemusterte Papierserien. Die erste, die ich euch vorstelle, heißt Wayfarer. Das Papier ist so ganz leicht gemustert auf der Oberfläche und greift sich einfach wahnsinnig gut an. Diese Papierserie ist ein bisschen so eine Reiseserie, zum Beispiel hier eine skizzierte Weltkarte, da mit Mustern drinnen. Schöne Rückseite, einen wunderschönen Korallenton, sieht man jetzt anscheinend öfter. Dann eine Collage. Papier ist einen leichten, dezenten Vintage-Stil. Dann so ein Chevron-Muster. Aus der Serie kommen noch zwei Papiere. Die habe ich aber noch nicht. Die nächste Serie von Basil heißt Vintage Marketplace. Ist wieder so lieblicher, ländlich fast, möchte ich sagen, mit diesen Röschen. Schaut fast wie eine Tapete aus, dieses Papier. Ganz lieb. Rosa Punkte auf gelbem Grund. Kreise. Auch sehr schön, kann man sicher schön als Hintergrundpapier auch verwenden. Rückseite in einem schönen pastelligen Blauton. Noch einmal Chevron. Ist ja derzeit total angesagt. Rückseite Picknickdecke. Noch einmal ein Collage-Muster mit einer traumhaft schönen Rückseite, die mir sehr gut gefällt. Das sieht so aus wie Farbkleckse, sollen aber offensichtlich kleine Zweiglein sein mit Blüten drauf. Noch einmal Rosen verstreut. Und die letzte Serie von Basil heißt Avalon. Das sind einfach ganz entzückende Blümchenmuster. Auch wieder in etwas kräftigeren, fast teilweise in Primärtönen. Das sind so herzförmige Äpfelchen. In Rot, Rosa, Gelb und Hellblau, Grün ist dabei. Und diese Seite ist auch ganz, ganz lieb. Noch einmal Blumenwiese. Und einmal Blumenwiese in Primärfarben. Sicher stelle ich mir auch nett vor für mit einem Sommerausflug mit den Kindern. Picknick auf der Wiese. Die nächste Firma ist Simple Stories mit der Serie Fabulous. Ist wieder zwar in kräftigen Farbtönen, die aber trotzdem gedeckt sind. Schönes Doily wieder. Das ist eine Mädchen- oder junge Frauenserie. Werden wir dann ein bisschen später noch genauer sehen. Blümchenmuster. Streifen kann man auch immer brauchen. Noch einmal eine ganze Seite mit Doilies in kräftigen Farbtönen. Rückseite in einem dunklen Pinkton. Mal Kreise. Und wofür Simple Stories bekannt sind, das sind die verschiedenen Blätter mit Seiten in diversen Formaten drauf, die man schneiden kann. Und hier könnte man zum Beispiel ein Album machen in 6x12 Inch. Hier sind
Element Cards in 4x6 Inch. Und da sind die kleineren Karten, die auch sehr gut funktionieren für das Project Live. Kann man ausschneiden, ein kleines Element drauf, ein Foto, ein Journaling dazu und in die Hülle stecken. Und schon ist ein Teil eines Tages geschehen und dokumentiert. Eine Seite mit Elementen zum Ausschneiden. Es ist schon sehr sommerlich, das Papier.